Da sind wir wieder bei Banjo-Kazooie. Und ja, ich habe das Seerosenblatt noch erwischt. Im letzten Part haben wir die vierte Welt angefangen, die für mich einen sehr guten Eindruck macht. Aber es ist tatsächlich die dritte Welt. An die dritte Welt konnte ich mich nicht so gut erinnern, an der hier richtig gut. Verstehe ich nicht, wieso. Wahrscheinlich hat mir damals die dritte Welt nicht so gefallen. Achso, hier oben sind wir fertig, ne? Ja, ich glaube schon. Gut, dann gehen wir jetzt den rechten Weg. Was gibt's hier? Igitt, ein haariger Eindringling. Er will an unser Gold. Er wird uns nie besiegen, Quark. Achso. Ah, okay. Die müssen wir besiegen und dann bekommen wir wahrscheinlich auch ein Puzzleteil. Ja, was denn eigentlich sonst? Es gibt nichts anderes. Oh, die halten sogar mehr aus. Ich glaube, es kommen so viele wie... Ey, fiese Kombination. Nein. Ich will jetzt nicht sterben. Ich glaube, es kommen so viele wie auch hier... Baumstümpfe sind. Das heißt, das müssen die letzten beiden sein. Ne, die letzten drei. Das sind die letzten beiden. Ah, und wir bekommen auch richtig schön Energie hier zurück. Ey, bleib doch stehen. So, beide brauchen nur noch einen Treffer. Dann haben wir es auch geschafft, wenn sie mich nicht vorher töten. Ey. Der ist weg vom Fenster und der auch. Okay, wir haben es geschafft. Quark, ihr seid zu stark für uns. Fliebitz, nehmt unser Gold. So, das gibt das nächste Puzzleteil. Gut, jetzt haben wir wieder ein paar Wege. Links führt zum Krokodil. Geradeaus. Geradeaus sieht gut aus. Und rechts. Gehen wir erstmal rechts. Die Schildkröte sieht nett aus. Alter, wie ich immer in den Sumpf fall. Wieso habe ich das Gefühl, ich werde hier auch noch ein paar Mal sterben. Aua, meine Füße frieren und sind schon ganz taub. Oh. Achso, ich glaube, ich kann ihm helfen, indem ich so mache. Ah, das ist schon etwas besser. Ja, das hilft. Ich würde mich aber nicht so gerne... So eine Massage ist, glaube ich, nicht gut für Menschen. Machst du irgendwas? Oder bist du da einfach nur so? Okay, ich konnte dich töten, also bist du also... Bist du böse? Da ist ein Jinjo. Da ist ein Gummistiefel. Dachte schon, was hüpft hier denn so? Warte, dann holen wir uns erstmal die... Den Jinjo. Und die Eier gerne auch. Schon der dritte. Kann ich das auch abbrechen? Ach, mit A, okay. Und er gibt uns ein Puzzleteil. Tanktop geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Tanktop? Oder Tanktop. Keine Ahnung, wie ich ihn aussprechen soll. Kommt der nicht in Banjo-Tooie nochmal vor? Der in Banjo-Tooie ist auch so eine Schildkröte, aber der... Heißt sie auch Tanktop? Ich habe keine Ahnung. Viertes Puzzleteil. Hat ein großes Maul. Nicht wundern, ich habe gerade was gemacht. Das wird dann für Thumbnail. So, wir können auch in diese Schildkröte rein, in Tanktop rein. Tanktop, dieser Name. Ah! Nee, 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 vergesst das. Gut zu wissen, dass da eine leere Honigwabe ist. Dieser Typ da vorne kommt in Banjo-Tooie nochmal. Gut, hat sich das auch geklärt. Gibt es noch drei Noten? Wie heißt du denn? Ruhe bitte, der famose Tip-Top-Chor.
wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. Rot, gelb, blau. Recht kurz, oder? Abwarten. Spät das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Rot, gelb, blau. Erstmal die Noten. Damit ich die nicht vergesse. So. Okay, geht. Kann ich auch einfach so machen? Nee, ich muss auf die rauf. Rot, gelb, blau, so, geschafft. Nicht schlecht. Versucht euch an der zweiten Lektion. Hellblau, lila, blau, rot, blau. Okay, eigentlich muss ich es mir nicht an den Farben merken, sondern eher an die Richtung. Die drei zum Roten und zurück. Wetten, es gibt drei Lektionen. Ihr seid Musikgenies. Es folgt die letzte Lektion. Wusste ich so. Okay, aufpassen. Rot, blau. Oh oh. Irgendwie glaube ich, ich mache das jetzt falsch. Rot, blau. Hellblau. Lila, gelb, blau und du. Ja, okay, ich hab's geschafft. Wunderbar, eine wahre Meisterleistung nimmt dieses einzigartige Schmuckstück. Yay, wir haben den Musikchor geschafft. Oh, da ist noch Mummelschädel. Das ist schön. Ich glaube, endlich gibt's in dieser Welt wieder ein Mumbo. Wie hieß du? Oder, nee, er meinte diesen Chor. Ich glaube, er meint mit dem Chor die diese große Schildkröte. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich habe es vergessen. Naja, egal. Irgendjemand wird sich schon an dich erinnern. Aber ich bin's nicht. Ich würde gern wieder ein bisschen Energie haben. Ich habe keine Lust, hier zu sterben, wegen dem Sumpf und der Kamera. Okay, da gibt es ein paar Noten, ein Mumbo-Schädel und ein Jinjo. Aber ich muss diesen Weg hier lang gehen. Immer weiter hoch. Und ihr dürft dreimal raten, was es oben gibt. Hier ist der Hexenschalter, dann haben wir den auch geschafft. Was macht der? Ah, der macht es oben auf und dann kommen wir da unten wahrscheinlich an das Puzzleteil. Gut. Bestimmt nach links, oder? Ne, nach rechts. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Nein, obwohl... Ah. Ich muss an den Mumbo-Schädel irgendwie rankommen. Du willst noch ein Ei? Da kommen wir auch später noch hin. Den Sprung schaffe ich, ne? Ich will wegen dem Mumbo-Schädel mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Und hier müsste ein Puzzleteil sein. Ja. Bisher läuft super. Ich hoffe, es wird sich auch nicht ändern. Irgendwo muss hier noch ein... Oh, gut. Jetzt wieder runter. Oh, Alter, übertreib nicht. Wir müssen irgendwo noch Gummistiefel sein. Die sind bestimmt an einem dieser Pfeiler unten. Man kann ja hier... Und die sind bestimmt... Genau hier irgendwo. Ja, ich höre sie doch. Okay, gut. Hier haben wir es, dann haben wir es. Ich komme da unten nicht ran. Hä? Lol.
Wieso komme ich da... Wieso komme ich da nicht ran? Lass mich da hoch! Hä? Ich glaube, die wollen, dass ich das mit Goldfedern tue, oder? Okay. Nein, das bringt auch nichts. Ich gehe jetzt doch nochmal zum Start. Auch wenn das ein bisschen dauert, bis wir da ankommen. Ich habe keine Lust zu sterben. Überhaupt keine. Ich werde jetzt ganz genau gucken, wie ich den Weg gehe. Gleich geschafft, bitte sei da kein Vieh. Ich möchte meine Energie auffüllen. Ja, bitte. Mir ist egal, wie der Move ist. Füll meine Energie auf. Du füllst meine Energie nicht auf. Du füllst meine Energie auf. Gut. Oh Mann, wie soll ich da rankommen? Wie komme ich da dran? Gut, dann holen wir das später nach. Dann gehen wir jetzt den linken Weg. Nämlich hier zum Krokodil. So, ich weiß was... Ich glaube, ich weiß, was da drin war, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier oben sind wieder Stiefel. Okay. Das sind rote Federn. Und da bist du. Gehen wir erstmal zu dir, oder? Ja, irgendwo muss ich hier anfangen. In das Krokodil können wir rein. Weiß aber gerade nicht, wie. Deswegen machen wir erstmal das rundherum. Goldfedern, Eier, Noten. Soll das so gemacht werden? Das ist auch ein Jinjo. Ja, wird schon so. Das ist Mumbo. Ah, vielleicht müssen wir auch mit der Verwandlung von Mumbo die Sachen da holen von eben. Das klingt logisch. Nein! Stirb! Gib mir deine Honigwabe. Danke. Hier sind Noten. Nochmal. Gut, den letzten Jinjo wissen wir auch, wo der ist. Und hier sind nochmal Noten und da hinten waren Stiefel. Ich hoffe mal, das reicht. Das muss reichen, denke ich mal. Ansonsten gibt es heute kein Weihnachten mehr. Oder sonst gibt es am Weihnachten kein Weihnachten mehr. So. Das muss reichen. Es sei denn, die sind auf kurz eingeschaltet. Aber es muss gehen. Oh oh. Okay, hat gereicht. Ich finde schön, dass endlich mal wieder was so gut funktioniert. Und bisher noch unbestraft. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Bis zum Ende. Die erste Welt haben wir in einem Part gemacht, die zweite Welt brauchte ich länger, drei Parts.
die dritte Welt 4, 5? Insgesamt bestimmt 5. Und die hier schaffe ich bestimmt wieder sehr kurz. Ja, als Verwandlung komme ich hier raus wahrscheinlich. Es ist ein Labyrinth, denke ich mal. Ich hoffe, die Zeit reicht. Es muss reichen. Bitte, die Kamera von oben. Da war doch irgendwas. Ja, geht. Wir müssen hier den Note erwischen. Aber so schwer ist es ja nicht, die nicht mitzunehmen. Hier sind nochmal ein paar Stiefel. Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie. 80 Noten. Wo 10 Noten sein könnten, wüsste ich, aber es bleiben ja noch ein paar übrig. Okay, der Weg geht noch weiter. Und was ist hier? Wo führt das hin? Wetten, da taucht ein Puzzleteil auf. Es war klar. Wie viel Zeit? 10 Sekunden. Ich möchte, liebe Kamera. Dieser Bär ist nicht nur zahm, leider ist er auch noch lahm. Okay, Leute, das machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.